So, der nächste Vortrag geht darüber, wie man zum Mars kommt und viele verschiedene Arten und Weisen. Und einer davon ist sehr langsam. Unser nächster Vortragender hat Physik studiert, hat einen Doktor in Mathematik und arbeitet als Missionsplaner beim ESA. Hallo zusammen und zu meinem Vortrag. Mein Name ist Sven, ich bin ein Missionsplaner bei der ESA. Das ist ein Teil der DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Zuallererst möchte ich mich entschuldigen, weil ich ein bisschen geschummelt habe im Titel. Der akkurate Titel wäre, wie man denn die Schubkraft verringert, um zum Mars oder nach Merkur zu kommen. Ich werde Merkur als Beispiel benutzen, ein paar Mal. Und wir werden es auch nicht möglich sein, von all den Manövern loszukommen, die wir machen wollen. Ziel dieses Vortrags ist, eine Einführung in die Orbitmechanik zu bekommen und zu sehen, was man machen kann, um zum einen anderen Planeten zu kommen mit einem Raumschiff und auch ein bisschen weiter zu gehen in ein paar fortgeschrittene Techniken. Wir starten an mit der Schwerkraft und dem Zweikörperproblem. Das sind so die unterliegende Physik, die dahinter steckt, die wir brauchen. Dann besprechen wir die Hauptmechanismen, um zum Mars zu kommen. Das ist einmal der Hohmann-Transfer und Gravity Assist. Und als Erweiterung davon ist, der planare, zirkuläre, beschränkte Dreikörperproblem. Das hört sich relativ kompliziert an, aber wir werden gleich Bilder sehen, was sich da dreht. Und schließlich erhalten wir einen Geschmack für verschiedene Möglichkeiten, sogar noch besser oder effizienter zu sein. Und dann schauen wir uns das ballistische Einfangen und der schwachstabile Grenzwert. Also zur Schwerkraft sprechen wir über das Zweikörperproblem. Und hier haben wir, also die Erde zieht mich an. Und das passiert mit allen Körpern, die Masse haben. Sie ziehen sich gegenseitig an durch Schwerkraft. Und diese Kraft wird diese Objekte beschleunigen, zueinander hin. Die Kraft hängt vom Abstand ab. Das heißt, man muss jetzt hier keine Formeln wissen, aber prinzipiell wird die Kraft immer stärker, desto näher sich diese Objekte sind. Wir können das ganze Ding nicht analysieren im vollen Detail, das heißt, wir müssen ein paar Annahmen treffen. Eine davon ist, dass alle unsere Körper, also zum Beispiel die Sonne, wir werden sie als Punkte annehmen. Alles andere für uns zu kompliziert ist. Auch alle unsere Satelliten werden einfach Punkte sein. Einer der Gründe ist, dass man im Prinzip eigentlich auch noch mit der Ausrichtung des Satelliten betrachten muss. Also die Solarpaneele müssen immer Richtung Sonne zeigen. Aber darüber gehen wir jetzt einfach hinweg. Der dritte Punkt ist, dass keine unserer Planeten eine Atmosphäre haben werden. Das heißt, es gibt keine Reibung im All. Und als vierter Punkt werden wir uns auf planare Bewegung beschränken. Das heißt, wir haben nur zwei Dimensionen. Und ich werde auch über gewisse andere Planeten vergessen, die eben gerade nicht ins Schema passen. Ich erwähne das, weil ich nicht will, dass ihr nach Hause geht und ihr eure eigene Mission plant und dann euer Raumschiff baut und in 3 Tagen abfeuert und ich kriege dann eine E-Mail. Ey, das hat nicht funktioniert. Was hast du mir erzählt? Wenn ihr das wirklich zu Hause machen wollt, dann macht das jetzt erstmal nicht, aber wendet euch an eure lokales Flugdynamik-Abteilung. Also, was ist das Zweikörperproblem? Prinzipiell gibt es zwei Körper, zum Beispiel die Sonne und das Raumschiff, die sich gegenseitig anziehen. Jetzt ist die Sonne natürlich wesentlich schwerer als das Raumschiff. Das heißt, wir werden die Kraft, die das Raumschiff auf die Sonne auswirkt, vernachlässigen. Und anstelle dessen wird die Sonne halt einfach an einem Ort sein und sich in gewisser Art und Weise bewegen. Aber wir interessieren uns nur für das Raumschiff.
Außerdem, wenn wir die Position und die Geschwindigkeit vorgeben an einem gewissen Punkt in der Zeit, dann wird die Gravitationskraft den kompletten Orbit, also den kompletten Pfad vorschreiben, den das Objekt über die Zeit zurücklegt. Dieser Pfad, das nennt man Orbit, und darüber werden wir jetzt reden. Wir möchten also Wege finden, wie wir auf effiziente Art und Weise Orbits manipulieren, um zum Beispiel zum Mars zu kommen. Dann gibt es noch eine weitere Sache, die ihr wahrscheinlich kennt von eurem alltäglichen Leben. Wenn man ein Objekt hat und es hochhebt und dann fallen lässt, dann wird es beschleunigt. Eine Art und Weise, das zu beschreiben, man kann sich die Energie betrachten. Es gibt die kinetische Energie, die sich mit der Bewegung, die Energie der Bewegung ist, und es gibt die potenzielle Energie, die sich zum Beispiel mit dem Gravitationsfeld zusammenhängt. Und was es bedeutet, ist, dass wenn sich ein Raumschiff bewegt, zum Beispiel sich der Sonne annähert, dann geht die potenzielle Energie in kinetische Energie über. Das heißt, die Summe der beiden ist konstant und das Raumschiff wird schneller. Also hier im Beispiel sieht man zwei Körper, die sich umeinander drehen, um den Schwerpunkt. Wenn man das sich genau anschaut, dann sieht man, wenn die sich näher kommen, dann werden sie wesentlich schneller. Das ist wichtig, wenn man das immer im Hinterkopf behält. Also wie sehen diese Orbits aus von Raumschiffen? Also wir haben jetzt keinen Motor, keinen Antrieb. Wir sind einfach quasi im freien Fall. Und dann gibt es im Prinzip drei Arten von Lösungen, die man haben kann. Das ist eine davon sind Hyperbeln. Das ist der Fall, wenn die Geschwindigkeiten sehr hoch sind. Es sind keine periodischen Lösungen, es sind keine geschlossenen Lösungen. Also wenn ein Raumschiff sich dem Planeten nähert, von der Unendlichkeit, dann würde es sich ein bisschen drehen und die Richtung ändern und dann wieder den Planeten verlassen und in Richtung Unendlichkeit gehen. Das zweite Fall, der auftreten kann, sind die Parabeln. Das ist ein bisschen ähnlich. Das wird uns jetzt nicht wird hier in einem Vortrag nicht auftreten. Das heißt, das überspringe ich einfach. Und der häufigste Orbit, den wir kennen, sind Ellipsen. Weil wir wissen, dass die Erde zum Beispiel um die Sonne ungefähr in einer Ellipse um die Sonne kreist. Das sind periodische Lösungen. Sie sind geschlossen und insbesondere sind sie so ausgeartet, dass wenn ein Raumschiff in diesem Orbit ist und es macht nichts, dann wird es für immer in diesem Orbit bleiben. Im Zweikörperproblem. Das Problem ist jetzt aber, wir möchten das ändern. Müssen wir etwas machen. Also wir möchten jetzt von einem Kreis um die Sonne, zum Beispiel das Erdorbit, auf einen anderen Kreis um die Sonne gehen, zum Beispiel in den Marsorbit. Und um das zu machen, müssen wir gewisse Manöver ausführen. Das ist ein tatsächliches Bild von einem Raumschiff. Und was das Raumschiff macht, ist, es stößt gewisse Partikel aus in eine spezielle Richtung. Die haben eine Masse und das können zum Beispiel Gase oder Ionen sein. Und weil diese Gase, also diese Austritte, die haben eine Masse, das heißt, sie haben einen Impuls. Aufgrund der Impulserhaltung bedeutet das dann, dass das Raumschiff in die entgegengesetzte Richtung beschleunigt. Also wenn wir das machen, werden wir das Raumschiff beschleunigen und somit die Geschwindigkeit ändern. Und diese Geschwindigkeitsänderung, die nennen wir Delta V. Delta V ist die Grundgröße, die wir betrachten wollen, die ganze Zeit jetzt in diesem Vortrag. Weil das beschreibt, wie viel Anschub wir anwenden müssen, um unser Orbit eben zu ändern. Leider ist es sehr teuer. Es ist sehr teuer, sehr viel von diesem Delta V anzuwenden. Das geht zurück auf die Tsiolkovsky-Raketengleichung. Also das Benzin, das man braucht, um eine gewisse Delta V zu erreichen, diese Abhängigkeit ist exponentiell. Also die exponentiell abhängig von Delta V. Das heißt, wir müssen uns wirklich darum kümmern, dass wir so wenig Delta V wie möglich brauchen. Und damit eben konsequenterweise das benötigte Benzin zu reduzieren.
Also zum Beispiel möchten wir natürlich Kosten reduzieren, weil wir dann weniger Treibstoff transportieren müssen. Aber wir können auch von anders denken, denn wenn wir weniger Benzin brauchen, dann können wir natürlich auch mehr Materialien, also für Missionsmaterialien und für Wissenschaftsexperimente mitliefern. Und deshalb ist es in Missionsplanung ist es sehr wichtig, es ist eine wichtige Aufgabe, dieses Delta V zu reduzieren. So, was können wir machen? Ein Beispiel eines ziemlich grundlegenden Manövers ist es zum Beispiel, das Orbit zu erhöhen. Also stell dir vor, wir haben ein Raumschiff in einem Kreisorbit um die Sonne zum Beispiel. Und dann möchten wir das Orbit erhöhen, zum Beispiel möchten wir elliptisch werden und höhere Höhen erreichen. Und dazu beschleunigen wir in die Richtung, in die wir fliegen. Das ist ein sehr häufiges Szenario. Ein weiteres ist zum Beispiel, wenn wir einen Planeten von sehr weit entfernt uns annähern, dann haben wir eine sehr hohe Relativgeschwindigkeit. Das heißt, in Bezug auf diesen Planeten sind wir auf einer Hyperbelorbit. Das heißt, wir würden diesen Planeten wieder verlassen. Aber wenn das der Planet ist, den wir eigentlich erreichen wollen, dann müssen wir in den Orbit kommen. Das heißt, wir müssen irgendwie abbremsen. Und hier, also wenn wir jetzt am nächsten Punkt zu diesem Planeten sind, dann möchten wir abbremsen. Das heißt, wir beschleunigen in entgegengesetzte Richtung. Wenn wir in entgegengesetzte Richtung beschleunigt haben, bleiben wir tatsächlich bis auf Weiteres in der Nähe des Planeten. Wenn es ein Zweikörperproblem handelt. Also, lass uns weitermachen. Jetzt wollen wir dieses Wissen nutzen, um zum Beispiel zum Mars zu kommen. Lasst uns mit dem Humantransfer anfangen. Der Mars und die Erde kreisen beide um die Sonne in näherungsweise kreisförmigen Umlaufbahnen und unser Raumfahrzeug startet von der Erde. Jetzt wollen wir zum Mars. Wie machen wir das? Wir beschleunigen, wenn wir noch bei der Erde sind, sodass unsere Umlaufbahn die des Mars berührt. Das gibt uns eine gewisse Menge an Delta V, die wir hier aufwenden müssen. Dann fliegen wir diesen Orbit für die Hälfte der Ellipse. Und wenn wir den Mars-Orbit erreicht haben, dann können wir nochmal beschleunigen, um die andere Seite der Ellipse anzuheben, damit diese ebenfalls den Mars-Orbit erreicht. Wir können also mit zwei Manövern, zwei Beschleunigungen, von einem kreisförmigen Orbit auf einen anderen wechseln. Das ist die grundlegende Idee dessen, wie man einfach zum Mars fliegt. Gucken wir uns eine Animation an. Das ist der Orbit der InSight-Mission. Das ist eine NASA-Mars-Mission, die letztes Jahr gestartet und gelandet ist. Der blaue Kreis ist die Erde, der grüne ist Mars und der rosane ist der Satellit oder das Raumfahrzeug. Das Raumfahrzeug fliegt in dieser Halbellipse. Es gibt ein Problem. Und zwar, wenn das Ding den Mars erreicht, dann muss der Mars da auch sein. Es klingt trivial, aber stell dir vor, du fliegst dahin und der Mars ist halt woanders. Ist nicht so gut. Das passiert relativ oft, wenn man mit Kerbal Space Program gerade anfängt, zum Beispiel. Also wir wollen nicht die ganze Zeit mit sowas rumspielen, wir wollen den Mars tatsächlich erwischen. Wir müssen also aufpassen, dass der Mars, wenn wir starten, in genau der richtigen Position ist, denn während unseres Transfers wird er die gesamte grüne Linie abfliegen. Wir können so einen Humantransfer also nur zu bestimmten Zeiten starten. Und die Zeit, in der man das machen kann, nennt sich Transferfenster. Für den einen Erde-Mars-Transfer ist das alle 26 Monate möglich. Wenn du also ein Fenster verpasst, weil die Software nicht fertig ist oder was auch immer, dann musst du noch 26 Monate warten. Also, der Flug selbst braucht ungefähr 6 Monate. Es gibt noch einen Aspekt, den wir mehr nebenbei gelassen haben bis jetzt.
wenn wir die Erde verlassen, dann haben wir hauptsächlich die Erde in der Nähe als Quelle von Schwerkraft. Jetzt gerade stehe ich hier auf dieser Bühne und ich erfahre die Schwerkraft von der Erde. Die Sonne und der Mars wirken sich aber auch auf mich aus, aber das ist sehr schwach. Am Anfang unserer Mars-Mission müssen wir darüber nachdenken, dass wir in der Nähe der Erde sind. Denn während des Fluges dominiert die Sonne die Anziehungskräfte, die auf uns wirken. In der Nähe des Mars müssen wir wieder über den Mars nachdenken. Und das haben wir bis jetzt erst vergessen gehabt. Was man tatsächlich macht, ist Lösungen zusammenpatchen. In diesem Fall gibt es drei Quellen für Gravitationskräfte, Erde, Sonne, Mars. Also haben wir drei Zweikörperprobleme, um die wir uns kümmern müssen. Einen fürs Losfliegen, einen für den Hohmann-Transfer und einen, um bei Mars anzukommen. Das macht das Ganze ein bisschen komplizierter, aber ist auch ganz nett, denn wir brauchen weniger Delta V, als wir für einen grundlegenden Hohmann-Transfer brauchen würden. Ein Aspekt ist, dass, wenn wir uns hier Mars angucken, ja, die grüne Linie ist der Mars-Orbit, die rote ist unsere Sonde, dann können wir uns angucken, was direkt beim Mars passiert, indem wir da gewissermaßen in das System des Mars reinzoomen. Der Mars steht jetzt also still und dann sehen wir, dass die Geschwindigkeit des Raumfahrzeuges relativ zum Mars extrem hoch ist. Es befindet sich also auf einem hyperbolischen Orbit und wird den Mars wieder verlassen. Was man machen muss, ist abbremsen und den Orbit zu einer Ellipse ändern. Und das Delta V, was man dafür braucht, ist tatsächlich weniger als der Delta V, um einen kreisförmigen Orbit zu erreichen. Um einfach nur im selben Orbit wie der Planet zu fliegen. Wir müssen also beim Mars bremsen. In der Nähe der Erde ist es so ähnlich. Wenn man in den Weltraum startet, dann braucht man einiges an Geschwindigkeit, um nicht wieder auf die Erde zurückzufallen. Das ist irgendwas bei 7 Kilometern pro Sekunde. Das bedeutet, dass man schon ein bisschen Geschwindigkeit hat. Und wenn man den Start dann rechtzeitig timet, dann hat man einen Teil des Delta V für den Hohmann-Transfer schon kostenlos erhalten. Man braucht also grundsätzlich etwas weniger, als man denkt. Soweit zum Thema Hohmann-Transfer. Dann haben wir noch Schwerkraftunterstützung. Wir können im Prinzip Planeten benutzen, um uns von ihnen mitschleifen zu lassen. Das hier ist eine Animation. Unten seht ihr das Ganze, das Bild, wenn ihr auf den Planeten guckt. Der Planet steht also still. Und das Raumfahrzeug, das blaue Objekt, ist auf einem hyperbolischen Orbit und macht im Prinzip eine 90-Grad-Wende. Im oberen Bild seht ihr das Bild aus dem Blickwinkel der Sonne. Der Planet bewegt sich also. Und wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr, dass das blaue Objekt schneller wird. Wenn es einmal den Planeten vorbei ist, ist es schneller geworden. Wir können uns das Ganze genauer angucken. Das hier ist wieder das Bild von vorhin. Wir sind mit dem Mars zentriert. Wir haben eine Eintrittsgeschwindigkeit, dann den hyperbolischen Orbit und wir haben eine Austrittsgeschwindigkeit. Wenn ihr euch das mal anguckt, die Längen sind gleich, es sind also dieselben Geschwindigkeiten, aber halt eine geänderte Richtung. Aber dann können wir uns das ganze Problem mit einem sich bewegenden Mars angucken. Die Marsgeschwindigkeit ist V Mars. Die Geschwindigkeit, die wir sehen, ist also die Summe der Eintritts- und der Marsgeschwindigkeit. Wenn ihr euch die beiden Pfeile anguckt, dann seht ihr, die Längen sind unterschiedlich. Das ist also das ganze Phänomen. Wir sehen also, dass wir durch knappes Vorbeifliegen an so einem Planeten kostenloses Delta V erhalten. Die Energie bleibt natürlich erhalten, aber ja, lasst uns nicht um den Kleinkram kümmern. Das Schöne an dieser Technik ist, dass wir unseren Kurs verändern können. Wir können hier beschleunigen
Oder wir können es benutzen, um zu bremsen. Das wird auch relativ häufig gemacht. Wir können im Prinzip die Pfeile tauschen. Indem wir den Mars hier zum Beispiel einfach aus einer anderen Richtung anfliegen. Ein Beispiel. Das hier ist Baby Colombo. Das ist der Grund, warum ich den Titel hier geändert habe. Denn Baby Colombo ist tatsächlich eine Mission zum Merkur. Wurde letztes Jahr gestartet. Ist eine kombinierte ESA- und JAXA-Mission. Besteht aus zwei Sonden und einem Triebwerk. Man sieht hier drei Stufen in dem Bild. Und es ist eine ziemlich geniale Mission. Sehr nice. Aber es hat einen besonders coolen Orbit. Das hier ist er. Also als erstes die blaue Linie, das ist die Erde. Die grüne, das ist der Merkur. Und wir haben diese türkise in der Mitte, das ist die Venus. Naja, die pinke Kurve ist der Orbit von Baby Colombo. Ist ziemlich kompliziert, ist auf jeden Fall kein Hummer-Transfer. Genau zu sein benutzt diese Mission 9 Gravity Assists, um den Merkur zu erreichen. Wenn ich die Flugbahn anguckt, jetzt gerade, die ist sehr nah am Merkur, denn die letzten 5 oder 6 Gravity Assists werden einfach nur beim Merkur abgegriffen, um dort abbremsen zu können. Das spart sehr viel Delta V im Vergleich zu einem Standard Hummer-Transfer. Aber wir wollen es noch besser machen. Also lassen uns das ganze Problem noch komplizierter machen, in der Hoffnung, dass wir irgendwelche netten Tricks entdecken. Jetzt werden wir über das planare, kreisförmige, eingeschränkte Dreikörperproblem reden. Insgesamt bedeutet ein Dreikörperproblem, dass wir statt zwei Körpern drei haben. Die ziehen sich gegenseitig an und wir können das berechnen lassen, einen Computer fragen. Und das hier ist eine Animation, wie sowas aussehen könnte. Das sind drei Massen und ihre Orbits hinterlassen hier farbige Spuren. Und wir sehen sofort, dass wir nichts sehen. Das ist zu kompliziert. Es gibt keinen sinnvollen Weg, hier eine komplette Lösung zu formulieren für ein allgemeines Dreikörperproblem. Das ist sehr kompliziert. Das hier sind definitiv keine Ellipsen. Also, lasst uns einen Schritt zurücktreten und das Problem ein bisschen einfacher machen. Und zwar geben wir jetzt die drei Wörter. Das erste davon ist eingeschränkt. Das heißt, in unserem Anwendungsfall ist einer unserer Körper ein Raumfahrzeug. Das ist sehr, sehr viel leichter als Sonne oder Mars. Das heißt, wir können die Kraft, die das Raumfahrzeug auf die anderen Körper ausübt, ignorieren. Wir nehmen Sonne und Mars als unabhängig vom Raumfahrzeug an. Wir haben also im Wesentlichen nur zwei Gravitationskräfte, die auf unser Raumfahrzeug wirken und ignorieren den Rest. Wir nehmen auch an, dass das ganze Problem zirkulär ist. Das heißt, wir nehmen an, dass Sonne und Mars in Kreisen um ihren Massemittelpunkt rotieren. Das ist soweit okay. Das sieht man jetzt auch auf dem Bild. Man sieht, die großen schwarzen Punkte sind an einem Punkt und später haben Sonne und Mars sich auf die roten Punkte bewegt und auch das Raumfahrzeug ist auf einem anderen Punkt und erlebt andere Kräfte, die auf es einwirken. Und wir nehmen das Ganze als planar an, das heißt auf einer Ebene im Raum, also nur in zwei Ebenen. Jetzt hat man hier ein Video mit einer sehr niedrigen Framerate. Es ist das Pluto-Charon-System, also der Ex-Planet Pluto. Es wurde von New Horizons 2015 aufgenommen und zeigt, dass Pluto und Charon gemeinsam um ihren Massenmittelpunkt rotieren. Das passiert zum Beispiel auch für Sonne und Erde, Sonne und Mars, Sonne und Jupiter. Aber in diesen Fällen ist der Massenmittelpunkt innerhalb des größeren Körpers. Das heißt, bei dem Sonne-Erd-System wackelt die Sonne einfach nur ein bisschen. Das sieht man nicht wirklich.
Es ist immer noch ein schwieriges Problem. Wenn man da jetzt einfach eine Masse reinigt, dann ist nicht klar, was passieren würde. Ich kann das jetzt leider nicht machen, aber vielleicht können die Leute zu Hause das machen. Macht das nicht. Und ihr könnt euren Laptop drehen in der gleichen Geschwindigkeit, wie ihr dieses Bild dreht. Was dann passiert, die beiden Massen bleiben von eurem Standpunkt aus stehen, wenn ihr aufpasst und nichts kaputt macht. Wir wechseln also in ein rotierendes Referenzsystem. Die beiden Massen stehen jetzt still. Wir haben immer noch die Gravitationskräfte nach Sonne und Mars. Dadurch, dass wir uns aber von einem bewegten Sichtpunkt angucken, kriegen wir zwei neue Kräfte in das System. Die Zentrifugalkraft, die man zum Beispiel hat, wenn man mit Kindern spielt und die schnell im Kreis dreht und sie dann abheben. Das ist ziemlich cool. Und ihr wirkt diese Kraft jetzt auf unser Raumfahrzeug und genauso wirkt die Corioliskraft. Die ist abhängig von der Geschwindigkeit unseres Raumfahrzeugs. Wenn wir keine Geschwindigkeit an unserem Raumfahrzeug haben, dann haben wir auch keine Corioliskraft. Auf das Raumfahrzeug wirken jetzt also vier Kräfte. Und Sonne und Mars stehen still, wir müssen uns also nicht weiter drum kümmern. So, wie sieht das jetzt aus? Das könnte ein Beispielorbit sein. Das sieht immer noch ziemlich kompliziert aus. Das kann man in einem Zollkörperproblem so nicht haben. Es hat dieses merkwürdige Wackeln, diese Nicht-Ecken. Es wechselt zwischen Sonne und Mars, bleibt erstmal bei der Sonne und bewegt sich dann zum Mars. Immer noch alles sehr kompliziert. Vielleicht haben einige von euch das Buch gelesen, das Dreikörperproblem. Dort zum Beispiel könnten die beiden Massen ein binäres Sternsystem sein. Dann hat man einen Planeten, der sich auf so einem Orbit befindet. Das sieht ziemlich schlecht aus. Besonders die Jahreszeiten könnten dann so ein bisschen durcheinander kommen. Dieses Problem ist tatsächlich im strengen methodischen Sinne chaotisch. Das heißt, selbst Ausgangsbedingungen, die sehr nah beieinander liegen, können zu deutlich auseinandergehenden Lösungen führen. Und das ist auch, was hier passiert. Eine Frage, die wir jetzt stellen können, ist es möglich, wenn man ein Raumfahrzeug in so ein System einbringt, ohne eine Geschwindigkeit, ist es möglich, dass sich die gesamten Kräfte ausnullen? Und das ist möglich und diese Punkte nennen sich Lagrange-Punkte. Wenn wir keine Geschwindigkeit haben, haben wir keine Corioliskraft, also haben wir noch drei Kräfte. Und wie man hier sieht, in dieser Darstellung ist es möglich, dass sich diese Kräfte alle ausgleichen. Jetzt stellt euch vor, ich gebe euch eine Hausaufgabe, berechnet mal alle diese Punkte, wo das so ist. Dann kann man das machen. Oder man guckt sich einfach hier die Ergebnisse an. Das sind die fünf Lagrange-Punkte zwischen Sonne und Mars. L4 und L5, das sind gleichseitige Dreiecke zwischen Sonne und Mars. Und wir haben L1, L2 und L3 in der Linie zwischen Sonne und Mars. Wenn man jetzt genau ein Raumfahrzeug auf L1 sitzt und im Verhältnis zwischen Sonne und Mars, würde es dann genau da stehen bleiben. Mathematiker und Physiker werden jetzt fragen, okay, was passiert, wenn ich da jetzt ein Raumfahrzeug nur nah dran bringe, statt genau drauf. Das, um L4 und L5 wird das Raumfahrzeug um diese Punkte bleiben. Das sind stabile Punkte. Das Raumfahrzeug wird dann um diese Punkte kreisen. L1, L2 und L3 sind instabil. Das heißt, ein Raumfahrzeug nah dran wird irgendwann entkommen. Das dauert unterschiedlich lange, abhängig von euren Lagrange-Punkten. Bei L2 zum Beispiel einige Monate, nah bei L3
Diese Punkte sind also nicht gleich, sind unterschiedlich. Gibt es Beweise dafür, dass diese Punkte existieren, oder haben wir uns das gerade nur ausgedacht? Ich habe euch immerhin noch keine Gleichung gezeigt. Man kann tatsächlich sich das Sonnensystem angucken. Das ist das innere Sonnensystem. In der Mitte sieht man die Sonne und unten links seht ihr Jupiter. Und wenn man sich jetzt dieses gleichseitige Dreieck zwischen Sonne und Jupiter vorstellt, dann sieht man diese grünen Punkte. Und das sind Asteroiden, die sogenannten Trojaner und Griechen. Und die sammeln sich an diesen Punkten, denn L4 und L5 sind stabil. Man kann diese Dynamik tatsächlich sehen in unserem Sonnensystem. Es gibt auch andere Anwendungsfälle. Zum Beispiel, wenn man ein Space-Teleskop, also ein Weltraumteleskop, so aufstellen will, dass die Sonne es nicht blendet, dann kann man das auf den L2-Punkt zwischen Sonne und Erde stellen, hinter die Erde in den Schatten der Erde. Das wird auch genauso benutzt, zum Beispiel für das James Webb. L2 ist aber instabil, das heißt, wir wollen das Raumfahrzeug nicht genau dahin setzen, sondern wir setzen es in einen geschlossenen Orbit nah dran. Dieses Beispiel ist ein Halo-Orbit. Es ist eigentlich nicht in der Ebene, wir schummeln hier ein bisschen. Der rechten Seite seht ihr den Orbit von der Seite, also es ist nicht in der Ebene. Der blaue Punkt ist die Erde und links ist die Bewegung um den L2. Das ist das James Webb Space Telescope. Wie man in der Animation sehen kann, es war geplant, es in 2018 zu starten. Das hat nicht ganz geklappt. Ein anderes Beispiel, das bekannt wurde, ist das chinesische Kikao Relay Satellit. Der sitzt auf dem L2-Punkt des Erde-Mond-Systems. Und der Grund ist, dass die Chinesen einen Lander, den Chang'e 4-Lander, auf der Rückseite des Mondes abgesetzt haben. Und um Funkkontakt mit dem Lander halten zu können, mussten sie einen Relay-Satelliten hinter den Mond packen. Und sie haben sich etwa so einen Orbit dafür ausgewählt, um den entsprechenden L2-Punkt. Machen wir jetzt also weiter mit einem anderen, etwas fortgeschrittenen Technik, und das ist die ballistische Einfang. Diese ganze Geschichte hat angefangen mit einer Mission im Anfang der 90er, und das ist die Heaton-Mission. Das ist eine japanische Mondsonde, Sonde, die einen kleinen Orbiter drin hat, die war separat, und das sollte den Orbit um den Mond eintreten. Es hat aber leider eines seines Manöver verpasst, hat nicht genug Delta V angewendet und ist dann weggeflogen. Das heißt, die Sonde war verloren, weil die Hauptsonde nicht genug Benzin, nicht genug Treibstoff dabei hatte, um zum Mond zu kommen mit seinem neuen Orbit. Das ist natürlich ein Problem. Das ist ein Risiko, das man mit einkalkulieren muss. Und sie waren wahrscheinlich ziemlich niedergeschlagen. Aber es gab zwei Leute von JPL, also NASA, die davon gehört haben. Das ist bei Bruno und Miller. Und sie befassen sich mit merkwürdigen Orbits, also diesen ballistischen Einfangen-Orbits. Und sie haben tatsächlich einen gefunden für diese Heaton-Sonde. Und das haben sie dann an die Japaner weitergeleitet. Und sie haben dieses Orbit verwendet, um die Sonne dann tatsächlich zum Mond zu bringen. Tatsächlich im Oktober 91 angekommen, und sie konnten ein bisschen Wissenschaft betreiben, aber es hat wesentlich länger gedauert als ein normaler Erde-Mond-Transfer. Das braucht eigentlich ein paar Tage, aber das hat jetzt ein paar Monate gedauert. Und der Grund dafür ist, dass es ziemlich merkwürdig aussieht. Das ist ein schematisches Bild dieses Orbits. Man sieht hier die Erde, hier in der Mitte, und der Mond ein bisschen links davon.
Der L2 ist hier der Lagrange-Punkt des Sonne-Erde-Systems. Das ist ziemlich weit weg. Und man kann sehen, dass das Orbit so aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil verlässt die Erde und fliegt weit weg vom Mond. Also in komplett andere Richtung. Also sehr weit weg. Und dann macht das ein paar komische Sachen. Und im zweiten Teil des Bilds macht das ein Manöver. Also wir beschleunigen in eine gewisse Richtung, also ändern unser Delta V. Und dieses Orbit hat den Orbit direkt auf den Mond gelenkt, wo es dann essentiell eingefangen wurde, kostenlos gewissermaßen. Und das geht natürlich nicht in einem Zweikörperproblem, aber man kann eventuell eben in einem Dreikörperproblem so eine Lösung finden. Was meinen wir jetzt mit diesem Einfangen? Wir müssen jetzt ein bisschen abstrakter denken. Die Idee ist, wir haben hier die Sonne und Mars und das Raumschiff, das in diesem Dreikörperproblem sich bewegt. Also die rote Pfad hier ist der Pfad des Raumschiffes. An jedem Punkt in Zeit kann man dann die Sonne im Prinzip vergessen. Und stattdessen betrachten wir das Zweikörperproblem zwischen Mars und dem Raumschiff. Denn zu diesem Zeitpunkt hat das Raumschiff eine gewisse Position und Geschwindigkeit gegenüber Mars. Und das bestimmt das Orbit in dem Zweikörperproblem. Und das wäre in der Regel ziemlich schnell, also in einem hyperbolischen Orbit, was jetzt hier durch die gestrichelten Linien gedeutet ist. Gewöhnlicherweise ist man halt in so einem hyperbolischen Orbit, aber es ist halt nur eine Annäherung, weil wir sind ja eigentlich in einem Dreikörperproblem. Später kann es aber passieren, dass wir nur von unserem Orbit weiterfliegen und nochmal so eine Konstruktion durchführen und die Sonne ignorieren und ein Zweikörperproblem betrachten. Und dann könnten wir finden, dass das Raumschiff plötzlich auf einem elliptischen Orbit ist. Das heißt, wenn wir jetzt wieder die Sonne vergessen, dann wäre das Raumschiff jetzt gefangen. Also es wäre jetzt im Orbit um Mars. Das wäre wirklich nett. Aber dieses Phänomen, das nennen wir einen vorübergehenden Einfang. Also vorübergehend, weil es eben zu einem späteren Zeitpunkt dieses Orbit wieder verlassen kann. Und das Dreikörperproblem ist eben ist sehr kompliziert, das heißt, es kann sein, dass es wieder abhaut. Aber für diesen Moment in der Zeit ist es jetzt erstmal einigermaßen eingefangen. Und wir möchten jetzt einen Algorithmus beschreiben, mit dem wir diese Situation finden können. Und die Herangehensweise hier nennt sich N-Stabilität. Die Idee hier ist die folgende. Wir schauen uns das Dreikörperproblem an. Wir möchten zu Mars. Das heißt, wir wählen uns eine Gerade aus. Auf diese Gerade wählen wir uns einen Punkt X, der einen gewissen Abstand R hat zu Mars. Und wählen uns eine orthogonale Geschwindigkeit dazu, zu dieser Geraden, sodass das zu einem gewissen elliptischen Orbit gehört. Das ist die gestrichelte Linie. Aber dann schauen wir das Problem im Dreikörperproblem an. Und machen da eine Zeitentwicklung. Also wir lassen das Raumschiff an seinem Orbit folgen. Und es kann passieren, dass aber nach einer gewissen Zeit, also nachdem es um Mars herumgekreist ist, zum Beispiel einmal, dann trifft es wieder diese Linie, dass es dann wieder diese Linie trifft. Und dann können wir die ähnliche Konstruktion machen, also vergessen wieder die Sonne, wir schauen uns das Zweikörperproblem an. Es ist möglich, dass dieser Punkt immer noch einem elliptischen Orbit entspricht. Und das ist gewissermaßen interessant, denn wenn wir diesen Punkt treffen, dann können wir diesem Orbit folgen. Und wir wissen, dass wir einmal um Mars kreisen und dann immer noch gewissermaßen in diesem Zweikörperproblem gefangen sind. Und wenn es uns tatsächlich gelingt, zweimal um Mars zu kreisen, dann würden wir das 2 stabil nennen. Und für n Umkreisungen nennt sich dann eben n stabil. Und so ein Orbit ist natürlich sehr, sehr nützlich, weil wir eben n mal um den Mars kreisen werden. Es kann aber auch passieren, dass wir einen instabilen Punkt haben. Das heißt, wir starten mit einer Ellipse um Mars, aber wenn wir das Orbit dann weiterverfolgen in einem Dreikörperproblem,
kann es vorkommen, dass es eben nicht wieder zurückkommt, dass es nicht um Mars kreist, sondern zur Sonne abhaut. Das ist natürlich kein schöner Punkt. Und sowas nennen wir instabil. Weitere Sache, die wir machen können, ist, und das ist ein ziemlich gewöhnlicher Trick, um Orbits zu finden, ist, anstelle das Problem vorwärts in der Zeit zu lösen, gehen wir rückwärts. Das heißt, also wir ersetzen quasi einfach die Zeit durch, also Zeit t durch minus t und lösen dann in eine andere Richtung. Das heißt, wir gehen in die Vergangenheit zurück. Und das ist möglich, dass ein Punkt, der einer so einer Ellipse gehört und in die Gegenwart, in die Vergangenheit geht, dann umkreist das eben nicht den Mars und es geht zurück zur Sonne. Das nennen wir instabil in der Vergangenheit. Eine weitere Definition. Und das können wir verwenden. Der Grund, wir können diese beiden Konzepte vereinen und einen Orbit basteln. Und die Idee hier ist, dass wir wählen einen Punkt X, der ist endstabil, also zum Beispiel, dass der umkreist Mars 6-mal. Das ist eine Nummer, die uns eben reinpasst. Das ist der blaue Teil des Bildes. Aber wenn wir dann zurück in der Zeit gehen, dann verlässt es den Mars. Oder es kommt zumindest nicht zurück, sodass es wieder auf einer elliptischen Kurve ist. Das ist der rote Teil. Das können wir einfach folgen. Und dann wählen wir einen Punkt Y auf dieser Kurve. Und der wird relativ weit weg von Mars sein, aber man kann den natürlich wählen. Und dann benutzen wir einen Hohmann-Transfer, um von der Erde zu diesem Punkt Y zu kommen. Dass unser Orbit besteht dann tatsächlich aus drei Teilen. Wir haben den Hohmann-Transfer, das zielt aber jetzt nicht auf den Mars, sondern auf Y. Dort machen wir dann ein Manöver, weil wir jetzt auf diese rote Kurve wechseln wollen. Und dieser bringt uns dann zum Punkt X, wo wir wissen, dass, weil es eben so konstruiert ist, dass das Raumschiff dann dort weiter um den Mars kreist. Und zum Beispiel 6-mal, wie in unserem Fall. Und insbesondere an X führen wir wirklich kein Manöver durch. Und das ist ein mögliches Missionsszenario. Wie man das in der Regel macht, ist, man rechnet sich diese Punkte X aus, die sich dafür halt eignen. Sie müssen eben stabil sein und unstabil in der Vergangenheit. Man muss die finden. Da gibt es sehr viele numerische Berechnungen dafür. Aber sobald wir das haben, dann kann man sich diese Orbits zusammenbauen. Schauen wir uns mal ein tatsächliches Beispiel an. Das ist Erde-Mars. Auf der linken sehen wir jetzt die beiden kreisförmigen Orbits von Erde und Mars. Auf der rechten sehen wir dieselben Orbits von einem Standpunkt um Mars herum, der sich um Mars dreht. Also wir fangen also quasi links an über einen Hohmann-Transfer. Das ist die schwarze Linie von Erde zu dem Punkt XC. Das hatten wir auf der anderen Folie, war das der Punkt Y. Und dieser Punkt ist immer noch sehr weit weg von Mars. Dort machen wir dieses Manöver und wechseln dann auf das rote Orbit. Das bringt uns dann zu dem Punkt X, der nah an Mars ist. Von dem aus wir dann tatsächlich um Mars rotieren werden. Und das ist hier ganz oben bei uns. Auf der rechten Seite sieht man dann das Orbit. Und das sieht ziemlich komisch aus. Das rote Orbit ist das Einfangsorbit, um zu Mars zu kommen. Und wenn man es sich genau anschaut, dann kann man da auch sehen, dass wir wirklich 6-mal um Mars drehen und kreisen. Das heißt, wir können jetzt Experimente machen. Das reicht uns jetzt vielleicht, für was auch immer wir machen wollen. Aber wenn wir da für längere Zeit bleiben möchten, dann müssen wir eben ein weiteres Manöver durchführen, um halt in ein stabiles Orbit um Mars zu kommen. Das Prinzip sieht sehr nett aus, aber man muss jetzt halt ein paar Berechnungen machen, um das
das zu quantifizieren, wie gut diese Methode tatsächlich ist. Stellt sich heraus, dass es ein paar Parameter gibt, die man wählen kann. Insbesondere die, den Zielpunkt X, das hat einen gewissen Abstand, auf den wir hinaus wollen. Stellt sich heraus, dass diese Prozedur eben nur wirklich gut funktioniert, wenn diese Höhe, wenn dieser Abstand relativ hoch ist. Und wenn das hoch genug ist, dann kann man prinzipiell bis zu 23% Delta V sparen, verglichen mit einem gewöhnlichen Hohmann-Transfer. Aber in der Wirklichkeit ist es nicht ganz so gut. Und für niedrige Höhen, dann können wir da wirklich eigentlich gar nichts sparen. Das heißt, da muss man halt ein paar Entscheidungen treffen. Es gibt auch noch weitere Vorteile. Erinnert euch an den Punkt Y, den wir entlang dieses Einfangorbits gewählt haben. Und wir können den wirklich frei wählen. Das heißt, unser Hohmann-Transfer muss nicht direkt Mars treffen, wenn es da ist. Das heißt, es muss nicht für diesen gewissen Punkt zielen. Es kann halt wirklich jeden Punkt auf diesem Einfangorbit sich nehmen. Und das bedeutet, dass wir viel mehr Hohmann-Transfer haben, die wir nehmen können. Das heißt, wir haben ein viel größeres Startfenster. Wir können nicht nur alle 26 Monate starten, sondern wir können vielleicht vergleichsweise häufiger starten. Aber es gibt ein kleines Problem, wenn man sich diesen Graph mal nochmal genau anschaut. Dann hat man vielleicht gesehen, dass das rote Orbit circa 3/4 einer Umdrehung von Mars gekostet hat. Das sind so 23 Tage. Das dauert also sehr lange. Und das möchte man vielleicht nicht unbedingt mit Menschen an Bord machen. Aber prinzipiell kann man das auch noch verkürzen. Aber allgemeinerweise dauert es relativ lange. Wenn wir uns jetzt also ein echtes Beispiel angucken, das ist wieder Pippi Colombo. Der grüne Punkt ist jetzt der Merkur, das ist also im Prinzip eine gezoomte Version der anderen Animation und die lila Linie ist der Orbit. Die ersten paar Bewegungen um den Merkur rum sind tatsächlich die letzten Gravity Assist zum Bremsen. Und dann kommt der Einfangorbit, nun nähert es sich Mercury. Das ist der Teil, der so ein bisschen schwierig zu finden ist, aber was man machen kann, ein bisschen Stabilität. Und die Animation endet zu dem Punkt, wo die Sonde temporär eingefangen wurde. Das hier ist jetzt eine Höhe von 180.000 Kilometer, das ist sehr hoch, aber es reicht für die Mission. Dann werden noch ein paar andere Manöver durchgeführt, um aus dem temporären einen dauerhaften Einfang zu machen. Also lasst uns in den letzten paar Minuten nochmal ganz kurz gucken, wie wir das Ganze erweitern können. Wir können versuchen, das Ganze noch ein bisschen allgemeiner zu gestalten und es zu verbessern. Das Konzept nennt sich dann Interplanetares Transportnetzwerk und es sieht ein bisschen so ähnlich aus wie das, was wir gerade schon gesehen haben. Die Idee ist, dass dieser Einfangorbit sehr nah verwandt ist oder gehört zu einem Satz Orbits, die diese Eigenschaften haben, die sich einmal um den Mars wickeln und ihn dann verlassen. Und die hängen sehr an der Dynamik eines bestimmten Lagrange-Punkts, nämlich L1, zwischen den beiden Massen. Wenn man sich diesen Lagrange-Punkt genauer anguckt, dann sieht man unterschiedliche Orbits, die sich auf alle möglichen Art und Weisen benehmen. Wenn man das aber versteht, ist es möglich, auf der anderen Seite des L1 sowas Ähnliches zu machen. Man kann also vom Mars zur Sonne umschalten und da sowas Ähnliches machen. Also Orbits, die sich um die Sonne bewegen und dann auf eine ähnliche Art und Weise zu dem Lagrange-Punkt hingehen. Also haben wir diese Orbits, die sich an L1 treffen. Also können wir sie vielleicht verbinden. Und dann müssen wir nur den Sonnenorbit von dem Erdorbit aus erreichen,
Wenn man das hinkriegt, dann kann man den Hohmann-Transfer komplett lassen. Und so hat man noch deutlich weniger Delta-4-Anforderungen. Das ist aber problematisch, denn diese Orbits sind relativ selten. Und man muss sie natürlich verbinden. Man nähert sich also dem L1 von zwei Seiten. Aber man will nicht unendlich lang warten, bis es besonders einfach ist, umzuspringen. Also nutzt man einfach eine kleine Menge Delta V, um vom einen Orbit auf den anderen zu wechseln. Hier ist ein Bild, wie es aussehen könnte. Also wir haben die Sonne, wir haben den Mars und wir haben dazwischen den Lagrange-Punkt L1. Der rote Orbit ist eine Erweiterung einer dieser Einfangorbits, wickelt sich ein paar Mal um den Mars. Aber in der Vergangenheit geht er zurück zum L1. Ich habe es jetzt vorher nicht erklärt, aber es gibt viel, viel mehr Orbits um L1, geschlossene Orbits, aber sie sind alle instabil. Und diese Orbits, die hierfür benutzt werden, für das interplanetare Transportnetzwerk, nähern sich tatsächlich diesen Orbits um L1 an. Und man kann es genauso auf der anderen Seite von der Sonne aus machen. Die Idee dahinter ist, okay, wir nehmen uns diese Orbits, wir schließen sie zusammen und auf der schwarzen Linie um L1 führen wir ein Manöver durch, ein bisschen Delta V, um von einem auf den anderen umzuschalten. Und um dann zum Mars zu kommen, müssen wir, um von der Erde zum Mars zu kommen, müssen wir dasselbe im Prinzip nochmal machen am L1 Sonne-Erde. Das ist die allgemeine Prozedur. Aber am Ende muss man dann doch sehr viel rechnen. Denn wie ich am Anfang sagte, das ist nur ein grober Überblick. Das sind nicht alle Details. Bitte nicht morgen eure eigene Mission starten. Danke. Ich möchte euch allen noch danken für die Gelegenheit hier. Und ich bin offen für Fragen. Danke Sven für einen interessanten Talk. Wir haben ein paar Minuten für Fragen. Wenn ihr welche habt, dann stellt euch an die Mikrofone und ich nehme gleich eine von Nummer 1. Also, was sind die Probleme? Du hast am Ende diesen Orbit um den Lagrange-Punkt L1 gezeigt. Ist dasselbe auch mit anderen Lagrange-Punkten, zum Beispiel L2, möglich? Ja, kann man. Prinzipiell, also ich habe es nicht gezeigt, ich habe das ganze Bild nicht gezeigt, aber prinzipiell existieren diese Orbits bei L1, aber auch bei L2. Und grundsätzlich kann man so auch dieses Zwei-Körper-System verlassen. Die Details sind natürlich anders, deswegen kann man nicht die Berechnung für L1 einfach auf L2 rüberkopieren. Man muss das Ganze nochmal neu berechnen. Eine Frage aus dem Internet. Ist es möglich, diese Arten von Transferen in Kerbal Space Program zu nutzen? Okay, ja. Also Hohmann-Transfere, natürlich. Gravity Assist ist auch möglich, aber nicht das beschränkte Dreikörperproblem, denn die Art und Weise, wie Kerbal Space Program, zumindest die Standardinstallation ohne Mods, funktioniert, ist, dass die Gravitationskräfte quasi umgeschaltet werden. Das, was ich als zusammengepatchte oder zusammengeklebte Lösung beschrieben habe, wo wir umgeschaltet haben, welche Gravitationskraft jetzt relevant ist für unser Zweikörperproblem, ist genau die Art, wie die Physik in KSP implementiert ist. Wir können also nicht wirklich ein interplanetares Transportnetzwerk implementieren. Ich glaube, es gibt einen Mod, das das gestattet. Dein Computer wird aber wahrscheinlich dafür zu langsam sein. Wenn Sie den Saal verlassen würde, tun Sie das leise. Eine kurze Frage von Mikrofon Nummer 4. Hallo, ich habe zwei Fragen. Ich hoffe, es ist okay. Die erste Frage ist, ich frage mich, wie macht man in der Praxis die Berechnung? Du hast gesagt, es gibt ein Zweikörperproblem und es gibt Lösungen, die man auf der Basis berechnen kann und dann gibt es das Dreikörperproblem. Ist es dann nicht im Prinzip ein N-Körperproblem, immer wenn man irgendwas macht? Und die zweite Frage ist, Delta V reduzieren. Wenn man das um 15% reduziert, das ist gigantisch. Und ich frage mich, was der Effekt hiervon auf die Nutzlast ist.
Also, erst die erste Frage. Prinzipiell machst du dir einen Missionsplan. Also du berechnest diese ganzen Dinge in den vereinfachten Modellen, den zusammengeklebten Modellen. Aber am Ende hast du natürlich recht, es gibt viele schwere Körper im Sonnensystem. Und um genau genug zu sein, müssen wir alle davon in unsere Berechnung mit einbeziehen. Am Ende muss wirklich eine numerische Suche in einem deutlich komplizierteren Endkörperproblem durchgeführt werden, vielleicht 100 Körper. Und man muss auch noch andere Effekte einbauen, zum Beispiel die der Strahlungsdruck der Sonne, der den Orbit verändern könnte. Es gibt viele Effekte in diese Richtung. Aber wenn du eine grobe Idee hast, was du machen willst, dann nimmst du deinen sehr, sehr guten Physiksimulator und fütterst den mit dem Endkörperproblem, was all diese anderen Effekte enthält, und führst dann eine numerische Suche durch. Durch diese groben Berechnungen weißt du, wo du anfangen musst, nach Lösungen zu suchen, aber am Ende musst du einfach es probieren, einen Algorithmus zu finden, der sich deiner gewünschten Lösung annähert. Es ist aber sehr numerisch. Zweite Frage nochmal, bitte. Die zweite Frage war, wenn ich das Delta-V um 15% reduziere, was ist die Auswirkung auf die Nutzlast? Also ich glaube, wenn du 15% weniger Treibstoff brauchst, dann kannst du natürlich diese 15% als mehr Masse an Nutzlast verwenden. Also vielleicht noch ein Instrument drauf. Was man auch machen könnte, ist den Treibstoff behalten und den zur Positionshaltung nutzen. Das James-Webb-Teleskop zum Beispiel fliegt ein Halo-Orbit um den Erde-Sonne L2, aber der Orbit an sich ist instabil. Das Teleskop wird also früher oder später aus diesem Orbit entkommen. Sie müssen pro Jahr ein paar Manöver durchführen, um da zu bleiben, wo sie sind. Und sie haben nur eine begrenzte Menge Treibstoff. Irgendwann ist es also nicht mehr möglich. Und das Delta-V-Budget zu reduzieren, erhöht so die Lebensdauer der Mission. Mikrofon 3. Wenn man so eine Mission durchführt, muss man ja wahrscheinlich die Flugbahn des Satelliten entsprechend oft anpassen, weil es nicht so funktioniert, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat. Wie genau kann man den Orbit bzw. die Position und die Geschwindigkeit eines Raumfahrzeugs messen, zum Beispiel um den Mars? Beim Mars weiß ich jetzt nicht genau, wie genau man das machen kann. Aber zum Beispiel bei einer Erdbeobachtungsmission, die um die Erde fliegt, dann kann man sich einen sehr genauen Orbit messen, beziehungsweise man muss den Orbit sehr genau messen können, um gute Bilder zu schießen. Und man kann den Orbit dafür auch gut genug messen und auch die zukünftigen Positionen des Raumfahrzeugs so auf 2 Wochen oder so präzise genug berechnen für sowas. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen geben, aber je nach deiner Situation kann das ist es wahrscheinlich etwas schlechter für den Mars, einfach aufgrund der Entfernung. Kurze Frage von Mikrofon 1. Danke für den Talk. Kurze Frage. Du hast ja gesagt, man plant den Trip grob mit dem Zweikörperproblem. Gibt es Punkte wie Lagrange-Punkte, stabile Punkte auch in einem Vierkörperproblem, und könnte man die für sowas benutzen? Ich habe darüber vor kurzem auch nachgedacht, ich weiß aber keine genaue Antwort. Das Dreikörperproblem ist schon komplex genug von einem mathematischen Standpunkt. Und niemand hat sich bisher wirklich das Vierkörperproblem in der Hinsicht angeguckt. Mit vier Körpern gibt es aber auf jeden Fall diverse symmetrische Lösungen, aber es ist eine komplett andere Klasse von Problemen. Und somit verabschieden wir uns auch von der Übersetzungskabine. Das war die deutsche Übersetzung des Talks von